Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command War in Europe. Achsenmächte sehr schwer und die können erstmal nichts weiter tun, außer den weiter runter zu belagern. Dann war so die Überlegung, den hier ein bisschen zur Unterstützung zu bringen. Ja, geh mal hier rein, da kannst du Gewaltmärsche machen. Und auch sonst, die Garnisonen laufen hier noch ein bisschen durch. Sichern die letzten Orte, die bringen keine MPP, aber naja, es ist einfach ganz nett, sie zu haben. So, dann hoffe ich, dass ihr hier bald mal fertig seid. Der Panzer ist einfach Schrott. Kann da wenig machen, vielleicht die andere Armee? Nö. Ja, ihr kümmert euch weiter darum. Die meisten anderen Einheiten werden demnächst per Bahn verschwinden. Also auch für die meisten hier, das werden wir alles gleich sehen. Erstmal machen wir bei euch weiter. Euer Ziel ist es, jetzt nach oben zu stoßen. Ja, meinetwegen auch mal direkt Platz und da kommt jetzt irgendwie nicht so weit, wie ich mir vielleicht gehofft hatte, was aber auch an seiner miesen Versorgung liegt. 2-1. Okay, also Leute, irgendwer sollte auch mal die Stadt einnehmen, nur so nebenbei. Das war cool, im Nähe gehst rein. Ich meine, du kannst die Stadt gerne noch decken, wenn eh keiner reinkommt. Ja, wir werden uns also hier, glaube ich, eine Weile jetzt mit sehr mittelmäßigen Nachschubwerten kurz durchquälen. Oh, der hat immer noch 8. Wahrscheinlich irgendwie von dem aus. Hat irgendwann schon den Hafen erobert? Anscheinend nicht. Nee, nur so der komplette Teil wäre das eigentlich auch ganz nett. Naja, kann schon irgendwer machen. Hier wuchs den noch aus und dann ist diese Ecke hier endlich auch mal fertig. So, du schließt dich dieser Truppe an, dieser Armee eigentlich auch. Allen da oben hinfahren und noch eben die Grenze schön machen. So, den können wir wahrscheinlich auch loswerden. Ich würde eher wieder verstärken, soweit das denn geht. Und auf den haben wir noch keine Werte. Wo seine Versorgung inzwischen schlecht ist. Würde ich mal versuchen, ob wir ein bisschen pumpen, da langsam reinkommen. Sehr schön. Dann ist diese Ecke hier endlich mal soweit sicher. Und den Pionier würde ich da auch gerne loswerden, ehe der noch so weit irgendwo hindurchläuft. Du bist verstärkt. Du, ja, kannst nicht angreifen. Dieser Jäger hier müsste mal verstärkt werden und du wirfst dich mal kurz heldenhafter vor. Nicht, dass aus unerfindlichen Gründen die Armee noch in Richtung der Flugzeuge vorbrechen kann. Hier können wir auch mal Elite-Verstärkung verpassen. Sehr schön, dann haben wir das. Dann könnt ihr auch den Ort bald angehen. Dann entspannt sich hier doch schon mal die Lage. Also wir könnten jetzt natürlich zum Beispiel den dahin schieben und dieses Hauptquartier in den Ort und schon können wir zumindest endlich mal alle voll verstärken da vorne. So, das hier ist ein bisschen ein Problem, weil dieser Panzer echt Ärger machen könnte. Und einfach diese Garnison für den Anfang vor ihn schmeißen.
Was natürlich keine Dauerlösung sein kann, aber für den Anfang. Ist die Frage, welche Orte müsst ihr als nächstes weg? Der ist gerade schon ziemlich down. Natürlich hier hingehen, in der Hoffnung, dass wir das da bald erobern können. Weil der Jäger müsste reparieren. Falls der Panzer doch mal eben durchbricht, fliegt der Jäger erstmal irgendwo in Sicherheit. Ah, der Ort ist auch schon weg, das ist gut. Und wir könnten hier hin, weil der Ort wird ja noch ein bisschen unterstützen. Und wir brauchen einen Abfangjäger. Ja. Und da irgendjemanden und oben in Norwegen und. Wir haben diese feindliche Armee. So, 5-1 klingt eigentlich schon gut. Hilf du mal hier mit. Naja. Aber ich denke, der macht dann schon mal keinen Ärger mehr. Ach, dieser Abfangjäger. Ziemlich teure Angelegenheit immer. Aber ansonsten, ihr solltet jetzt zu sehen, hier offensiv in Richtung dieser Stadt zu kommen. Belagert die ruhig gleich, dann bekommt ihr nichts mehr dazu. Hier schirmt so ein bisschen da entlang ab. So, du kannst jetzt, denke ich, auch mit nach vorne. Das bringt 10. Dann kannst du mit Sicherheit auch hier hin. Gut, dann können wir den nächsten Zug versuchen, Briansk zu nehmen. Ob ich da noch in den Ort rein? Tja. Draufbomben lohnt sich dann wohl vor allem im nächsten Zug. Beziehungsweise, damit sich das so richtig lohnt, müssten wir noch dieses Hakuda angehen. Aber mal wieder ohne Abfangjäger nicht teuer wird. Sonst, Leute, fliegt er erstmal nur hier nach oben und wir warten noch auf Abfangjäger. Oder kann sich da den ein wenig in den Weg stellen, beziehungsweise ist vielleicht schon gut, hier noch eine zweite Einheit zu haben, damit der auch angreifen kann. Da endgültig einfach kappen können wir, denke ich, nicht. Wohl bis dahin. Da wäre ein bisschen Aufzug gezogen, aber die Eisenbahn wäre ja auch weg. Ah. Da gehen wir zur Not auch in die Stadt zurück. Dann sind die nämlich endgültig verloren mit ihren Versorgung 0 und man müsste da ganz entspannt reinkommen können, hoffe ich. Schauen wir mal, ob das dann nur Theorie ist oder auch praktisch funktionieren wird. So, hier gab es ja ein paar Gegenschläge leider gleich. Ja, irgendwer muss erstmal auch. Wir können jetzt diese Runde Garnison heranführen, deswegen. Irgendwer muss da in diesem Zug noch aufpassen. Gut, oder die Bomber können jetzt zumindest etwas näher. Angriffe halten sich im Ganzen, wenn wir keine Abfangjäger dabei haben. Nein, oder können wir uns nicht zum Beispiel diese Jäger hier schon ausleihen, die auch wieder oben doch eh nur kaum. Sowieso. Meinetwegen machen wir noch eine richtig schöne Elite-Einheit aus dem. Können wir gleich noch per Bahn was verlegen. So, wer wollte jetzt nochmal alles Kurs haben?
könnten vielleicht notfallmäßig noch eins gebrauchen, nur so, als der Panzer da durchbricht. Dann verteilen wir auch schon mal diese Garnison. Also was war hier oben los? Da war doch ein Brite, genau. Auch gleich den Ort da abgeschnitten leider, aber das heißt auf jeden Fall, einer geht nach Narvik. Und ein anderer. War dann lang hier. Machte sich da bequem. Dann brauchen wir welche hier, um da ein Feld abzudecken und da ein Feld abzudecken. Ja, da war. Ne, da war nichts. Jetzt schon einer. Warte, wie sieht es vor allem hier unten aus? Genau, nach Baku muss noch einer rein. Hier ist schon einer. Da ist schon einer. Man könnte kompletter Teil, weil hier noch zwei hinschicken. Warte, was ist das? Stimmt, die machen hier ein bisschen Ärger. Und Eisen bauen, wir könnten den einfach mal abschneiden. Da einer hin und einer nach Baku. Und dann ist es langsam voll wieder. Gut, ich bin ein Freund davon, wenn komplett Ruhe ist, auch wenn man den jetzt hier bei weitem nicht unbedingt platzieren müsste. So, ansonsten Italiener machen schon mal mit weiter bei Invasionsabwehr. Aber man darf diese jetzt nicht vor die eigenen Füße stellen. Also wir könnten natürlich versuchen. Obwohl die Garnison schon so tief verschanzt. Zumindest. Ob du jetzt Luftwaffen dazu bekommst. Aber also, die Einheit kommt da irgendwo hin. Wird auch hier irgendwo in die zweite Reihe. Das Akku kann auch, glaube ich, noch nicht verlegt werden, aber im nächsten Zug. Du kommst auch schon mal mit rüber. So viele italienische Einheiten auf einmal. Aber das hat der Vorteil davon, wenn die ein oder andere Ölquelle hier hinten abkriegen. Die tatsächlich mal ganz anständige Armeestärken bekommen. Meinetwegen kannst du auch noch hier hin. Dann sind wir wirklich geschützt vor diesem Panzer und können sogar leicht offensiv werden. Dann haben wir noch dieses. Wo können wir es dem nächsten Zug verlegen? Wir haben Fallschirmjäger. Also wenn wir hier schon hin können, gebt ihr noch Angriffskraft, dass man das schnell ausräuchern kann. Oder falls mal wir im nächsten Zug wieder einen leeren Ort erwischen, dass der da direkt rein kann. So, dann die Flugzeuge. Diese Jagdflugzeuge sind auch alle kaputt. Wir müssen trotzdem gerne schon mal die große Bomberflotte vor Moskau sammeln. Was jetzt eigentlich das wichtigste Ziel sein sollte, und wir brauchen wahrscheinlich noch einen deutsches Hauptquartier, um die alle irgendwie zu versorgen. Also es geht halt von Kirchler auch schon mal mit. Ein paar Punkte sind ja noch da. Ja, da sind so viele Flugzeuge. Mal hier mit ran. Kommst. Ne, der ist auch geflogen. Du kommst mit. Mal verstärkt werden, du meinetwegen Elite-Stärke kriegen. Das war noch zur Not, oder vielleicht bringen wir die ja sogar in den Westen, wer weiß. Aber auch noch mal schauen, wie sich die Lage da jetzt mittelfristig entwickelt. Gut, ihr macht euch hier alle bereit. Ihr steht hier bereit. Ja. Schwedische Armee. Damit ich ja gehe irgendwo auch mal in die zweite Reihe. So, und, ach ja, das feindliche eine sowjetische U-Boot sollte ja noch hier sein.
er? Da ist er. Ja, trotz aller Bemühungen lebt das U-Boot noch. Und eigentlich geht es auch hier noch weiter. Wir uns unter anderem wieder nur ein Flugzeug vorsetzen. Und wir können ja ruhig in der Gegend ein bisschen suchen, weiter zu erobern. Warte, du. Ach, der kommt noch dahin. Weil dann können wir hier auch schon mal anfangen, das Ganze ein bisschen zu belagern. Ja, wir machen einfach mit denen, die Einheiten hier sind, noch ein bisschen Druck. Geben die Grenze noch ein bisschen raus. Auch hier mal gucken, was da so los ist. Nichts, das ist gut. Sonst gehen wir auch erstmal zurück. So, dann war hier noch was. Nee, nichts Neues. Und die Garnison, ja, das ging schneller, als man denkt. So viele Einheiten wieder weg sind. Und irgendwann muss auch mal ein deutsches Akku hier drüben übrig sein. Ich hoffe, dass erstmal die italienischen Einheiten das jetzt alles noch im Moment halten. So, und hier war mein Ziel, ob wir an das gegnerische HQ rankommen könnten. Über die feindliche Artillerie. Schön. Ah. Italien jetzt auch den Panzerkrieg hätte. Aber das Korps hat noch seinen Angriff. Okay, die anderen Einheiten kommen da glaube ich nicht hin. Aber das reicht schon. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr mächtiger Treffer. Und die Hauptquartier haben sie nämlich nicht sonderlich viel Versorgung hier drüben. Also klar, ihre schiere Masse wird natürlich auch noch sehr, sehr viel erreichen können. Gehen wir erstmal alles weiter zuzustellen mit italienischen Einheiten. So, und wir sollten hier auch nochmal, da wo die Akku stehen, wenigstens Luftabwehr raufbauen. Und denen am besten auch nochmal ihre eigene Flak geben. Oh, Duper ja. Aber welche denn? Ist nicht auf einer Eisenbahn, der bewacht nebenbei einen Ort, den mag ich jetzt auch nicht freiziehen. Ja, sonst kriegt ihr, also, ne? Eure Flak steht ganz bestimmt auf der Bauleiste. Schon mal das nächste Jagdflugzeug. Meinetwegen auch ein Kurz zurück. Noch eine Garnison kann man immer gebrauchen. So, hier sind schon gar keine Punkte mehr übrig. Und also auch sowieso kein deutsches Hauptquartier mehr verschieben. Einheiten sind dann, denke ich mal, warum steht er eigentlich hier? Auf wenn ich recht entsinne, gibt es ja doch an beiden Ecken Partisanen. Es gibt so viele Positionen, aber nämlich das grob betrachtet jetzt richtig sehe, sind zumindest alle besetzt, wo Einheiten spawnen könnten. Gut, 58 Punkte, oder sollte man doch nochmal diplomatisch irgendwie holen? Ich weiß nicht. Gut, wir könnten es in Spanien versuchen. Aber dann werden die anderen noch wahrscheinlich einfach gegen Diplomatie machen und das war's. Ne, sonst spart ihr die Punkte und kauft euch mehr Jagdflugzeuge auf Dauer. ...52 Punkte aus Schweden, das sind eine ganze Menge.
Könnte natürlich sein, dass in Cherbourg vielleicht noch ein britisches HQ rumsteht. Ja, schauen wir uns mal an, wie die hier weiter agieren. Es geht los, jetzt wird Bordeaux getroffen. Nancy. Jetzt kommen auch die Bomber dazu. Es ist ein bisschen unpraktisch, dass noch nicht alle italienischen Einheiten Luftabwehr 2 haben. Und es wäre auch mal schön, wenn es hier drüben regnen würde oder so. Hat gerade echt gezielt den Bomber angegriffen, sagen gibt's. Kriegen Sie Ihren nächsten Ort. Und noch einen. Das britische Korps, das da gelandet ist, läuft durch. Sehr gut, dass die Garnison da überlebt. Sie hat sich langsam über die Halbkarte gefühlt zurückgezogen, aber es ist noch da. Die Garnison erfüllt auch ihren Zweck, dafür sorgen, dass der Panzer nicht zu viel anstellt. Und da kommen direkt die nächsten Einheiten. Der Panzerzug gar nicht mehr geschossen von denen. Und der hat jetzt auch noch Puder. Das heißt, die werden leider in nächster Zeit auch mal vernünftig versorgt werden. Kaum hat man selber eins da, also mal direkt vor der Stadt, bringen die auch einen vorbei. Solche Nachmacher. Die Alliierten bauen sich aus im Westen. Ich würde trotzdem lieber weiter große Schläge, soweit es geht, gegen die Sowjetunion setzen.
als jetzt mit aller Macht die Alliierten ins Meer zu werfen. Haben wir eh zum Teil nur miese Werte in der Versorgung und wir können mit der Rakete zumindest ein paar Orte hier auch klein halten. Also ja, die eine oder andere Gegenangriffschance haben wir. Nicht zu viel, aber fangen wir erstmal wieder im Osten an. Besser, wenn man euch noch durchtauscht. Also ja, den haben sie bald irgendwann geschlagen. Du kommst hier ran, euch kann man verlegen. Hier ist einiges zum Verlegen. Upgraden und verstärken und wir brauchen echt mehr Jagdflugzeuge, die was taugen. So, dann sind wir schon hier drüben. Wahrscheinlich nicht hinter den Panzer, aber wir können ja mal ein bisschen gucken, was hier so los ist. Nicht viel bis hierhin. Na gut, du bleibst vielleicht hinten, weil der ist eigentlich primär zur Partisanenabwehr gedacht. Können wir mal so mit ein paar Einheiten vorsichtig ein wenig scouten. Und wenn diese Armee da besiegt ist, wird hier sowieso auch wieder einiges frei an Kapazitäten. Sehr schön, und du kommst mal hier drüben mit hin. So, wie sieht's hier aus, jetzt wo wir Versorgung haben? Wir können Bernhaku gleich wieder versuchen rauszuschlagen. Okay, wenn wir jetzt noch weiter ziehen, geht die Einheit wahrscheinlich drauf. Aber es geht darum, das Akudus zu werden. Und mit der Pack nachziehen und dann den da reinziehen. Haben wir sowas wie eine Linie. Hoffentlich hält das und du kannst hier ein bisschen austeilen. War ja irgendwie fast noch Lust, die Bomber reinzubringen. Die haben so tolle Werte hier eigentlich. Muss damit lang. Und ich meine, sie haben sogar ein Jagdflugzeug ausnahmsweise mal da. Was auch nicht unbedingt Standard ist, so. Gibt er das auch noch? Immerhin, das heißt, die sowjetischen Jagdflugzeuge sind wohl auch ziemlich hinüber, wenn die gerade alle nicht gestartet sind. Er ist natürlich gerade nur nicht gestartet, weil er neben einer Flak stand. Aber trotzdem müssen die gerade die ganze Zeit kassieren. Okay, ich nehme es zurück. Aber immerhin, wir sind die da los geworden. Oh, wie sieht's hier aus? Diese Garnison loswerden, damit die nicht so in unserer Flanke rumhängt. Aber vor allem dann kann es dann hier jetzt in die Orte vorstoßen. Sehr gut, der kann da noch rein. Oh, der käme hier in den Ort. Was aber versorgungstechnisch nicht viel bringt. Ich glaube, es wäre noch das Beste, hier zu stehen. 8. Wir hätten hier 6, beziehungsweise wir haben jetzt sowieso hier auch 6. Dann kommt er eigentlich doch schon in den Ort und du kannst da in der nächsten Runde dahin schießen. Ist der Ort auch bewacht und irgendwann holen wir jetzt auch mal eine Garnison, die da aufpasst und den Hafen noch eben holt. So, dann haben wir hier noch kaputte Abfangflugzeuge. Ihr meldet euch mal bei der Luftflotte hier drüben.
Feinjustierung alles in den nächsten Zügen. Dann habe ich auch ein deutsches Akku frei Rommel, nämlich der dann jetzt vielleicht auch mal anfangen kann, alle deutschen Einheiten hier drüben zu kommandieren. Ist vielleicht am besten nach Rouen rein. Kriegt dann auch seine Luftabwehrwaffen. Außerdem bekommst du noch einen Panzer mit. Fallschirmjäger. Naja, hier wäre schon ein bisschen mehr Mannstärke nett bei dem, was sich da alles sammelt. Es geht erstmal da rein. So, du kommst dahin. Du stehst da, du stehst hier. Bist da und ihr seid noch da. Warte, die können auch schon weg. Die auch mal mit rüber. Ja, dann sind langsam bald alle italienischen Einheiten in Frankreich. Geh mal hier hin. Kommt mir langsam hier und da Städte platt, dass sie einfach ein paar mehr Städte haben, aus denen Versorgung rauskommt. Gut. 2 zu 1, den verstärken wir und hoffen, dass er überlebt. Ja, da gibt es Partisanen, aber geht ja noch einer dran. Ne, die passt hier auf, dann kann man hier lose eine Offensive starten. Vielleicht irgendwann, wenn der Ort wieder ein bisschen was kann, HQ einstellen. Aber das passt schon, es sind ja gerade eh nicht viele Gegner da. So, dann gibt es hier ein wenig Ärger. Auch zumindest ein Flugzeug mal wieder hochschrauben müssen. Was aber halt echt teuer ist. So, schon unsere Artillerie kann gefühlt den Ort freischießen. Schön. Ja, der Panzer hier von der anderen Seite, der ist extra dafür da, hier noch ein bisschen mitzumachen. Hier den Panzerzug einkesseln und fahren in einen rein. Das war vielleicht doch zu übermütig. Grüße vom Panzerzug zu Panzerzug. Ich würde ja am liebsten das Saku nach Orel stellen. Aber dann schießt halt der Panzerzug sofort darauf. Aber ich glaube, in Versorgung 0 Panzerzug überleben die schon. Wenn die Rakete irgendwie auch rankommen oder mal geupgradet werden und wir schauen im nächsten Zug, wo es hingeht. Müsst ihr jetzt noch groß abspringen? Hm. Ja, oder ihr geht mal eben zurück, sicherheitshalber. Lassen Sie mal noch im Absprungmodus, vielleicht ergibt sich ja noch was. Und futsch, dann kommen wir mal zurück. Ja, der ist jetzt nicht versorgungstechnisch ein bisschen angeschlagen, sonst fahr es mal nach hinten. Ich meine, wir haben den Ort, selbst wenn die beiden Einheiten da jetzt auch irgendwie raushauen. Das Wichtigste an der Ecke ist ja erreicht. So, wieder hier drüben, wo es in letzter Zeit einiges an Gegenschlägen und Rückschlägen gab. Jetzt mit Luftwaffe die... Oder doch, wir haben ja Abfangjäger. Dieser Panzer da ist wahnsinnig lästig, weil er zweimal angreifen kann. Schön, dass wir das geklärt haben. Jetzt wird mich ja zu sehr interessieren, ob man
6-1 hat das für sich. Aber ob man gegen diese Hakus hier vorgehen kann. Da sollten wir versuchen, den Abfangjäger rauszunehmen. Das ist natürlich noch ein anderer Abfangjäger. Aber der ist weg, das ist gut. Er hat noch was, also der Fünfer greift bestimmt nicht an. Haben wir hier noch zwei. So, du kommst mal ran. Ja, du kannst den auch sehr gut vernichten. Du kriegst mal deine Überstärke. Bist verstärkt, du kannst den ja zumindest halbwegs angehen. Hier noch eine Pack, die nach vorne kann. So. Garnison. Der steht quasi schon richtig. Du kannst nach vorne. Der müsste hier rein. Hoffentlich überlebt er das, aber ich gehe jetzt mal ganz optimistisch davon aus. Ja, die Bomber waren alle dran. Und die hier unten haben auch noch ein paar Bomber, die hier, denke ich, auch noch ganz gut mithelfen können. Die 1-0 ist natürlich in Ordnung, wird leider nichts. 3-1, ja. Schauen wir mal. So, du gehst zurück. Ihr kämpft ein bisschen weiter um den Ort. Dauert aber wahrscheinlich noch, bis ihr den bekommen würdet. Sogar noch rein, das ist gut. Das ist gut. Und wir haben hier noch einen ziemlich starken Panzer. Ja, ich würde sagen, du kommst hier hin mit, dass man sich Moskau verstärkt annähert. So, die Schiffe können doch erstmal weiter rumstehen. Das ist jetzt nicht so wichtig, was bei denen passiert. Wo hat er gelandet? Hier. Einheiten stehen dran. Ja. Ich jetzt selber nochmal Upgrades, nur so für den Fall der Fälle. So, dann hier drüben. Ich würde sagen, die Raketen helfen dir schon mal, Cherbourg klein zu halten. Dass sie von hier keine Versorgung kriegen. Wo war jetzt eigentlich die andere? Ach ja, die andere Rakete wurde geupgradet. So, dann mal gucken. Nur als eins mit denen, das lohnt kaum. Bauen wir hier schon einen Wall auf, den sie nach Möglichkeiten nicht durchdringen sollten. Aber ich will auch, dass der Panzerzug irgendein Ziel kriegt. Der hat schon sehr viel Erfahrung. Kann hier immer wieder gut mit draufhauen. 2-1. Und gerne versuchen. Du musst wieder verstärkt werden. Der natürlich auch. Der auch. Könnte noch verstärkt werden, aber ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt. Jetzt mal ein bisschen austeilen. Du. Achso, hat sich bewegt, oder? Ja. Hätte ich jetzt sonst noch ganz dringend die Flugabwehrwaffen gegeben. So, du kannst sie aber auf jeden Fall noch bekommen. Lass dich auch mal ein bisschen an. Ja, ich würde sagen, ihr kommt auch hier mit. Und immer, ob unsere italienische Linie hält. Und ich will mit den Deutschen. Weiß, den schweren Panzer brauchen wir auch irgendwann zurück, aber wir brauchen
deutlich mehr Jagdflugzeuge. Jena, ja, ich meine, kauft euch sonst auch noch einen Chor zurück. Noch eine deutsche Garnison, wie schön. 80 Punkte in Italien, ich nehme mal an, die können einfach gespart werden. Ja gut, den Elite-Bomber brauchen wir jetzt nicht, der hat eh nicht die Durchschlagskraft, was Sinnvolles zu erreichen. Der Mangelung an Erdkampfwaffen, wir bleiben weiter bei denen auf Abfangjägern. Gut, was man tun könnte, ist den Hauptquartieren an sich auch mal die Luftabwehrwaffen geben. Wenigstens dem einen. So, dann hoffe ich mal, nichts vergessen zu haben. Ihr wart alle. Ja, dann würde ich sagen, können wir den Zug beenden. Ah, sehr schön, die nächste schwere Bomberstufe. Dann schauen wir mal. Vielleicht regnet es ja auch endlich mal in Frankreich. Das wäre sehr vorteilhaft. Wenn diese italienische Flak da an Brest leistet, bisher groß ist. Das U-Boot? Ach, das lebte noch. Ich dachte eigentlich jetzt irgendwie schon, es sei schon versenkt. Aber nein, stimmt, es ist im letzten Zug Alben ausgewiesen. Aber was? Und irgendwann müssen die Deutschen auch mit den Luftabwehrwaffen weiter forschen. Es geht halt gerade viel Geld für, ja, unter anderem die Abfangjäger drauf. Das kostet halt einiges. Ja, das war es dann wohl auch gleich mit der Luftabwehr in Brest. Die noch die Angriffe auf sich zieht. So, schon ihr erstes Flugzeug rübergebracht. Es ist beruhigend zu sehen, dass nicht jeder Angriff der feindlichen Bomber jetzt sofort Schaden macht. Also einen häufig, aber na, manchmal hat man auch ein bisschen Glück und es kommt keiner bei rum. Autsch. Und jetzt haben sie da. Nächsten Ort hier und dann noch ein paar Angriffe. Die Garnison hätte wahrscheinlich wieder noch verstärkt werden können.
Ja, so allzu gut der Zug bis hierhin. Soweit so gut, würde ich eigentlich sagen. Bisher halten die Verbände im Westen soweit, auch wenn die jetzt natürlich auch schon einiges an Raum haben. Ah, wir kriegen endlich mal richtig schöne Verstärkung, Luftabwehr und vier neue Armeen. Ja, wir können mit der Rakete auch zumindest Cherbourg und den Hafen von Cherbourg klein halten. Bei den anderen Orten müssten wir mal gucken. Vielleicht ist das auch jetzt auch der Zeitpunkt, die andere Rakete herzuholen. So möglichst die vorderen Orte hier alle sehr, sehr schwach hält. So, was haben wir bisher an Gegenschlagseinheiten? Ein Panzer und eine Armee hält sich in Grenzen. Was wir natürlich brauchen, sind mehr Flieger, aber die deutschen Flieger sind gerade alle im Westen, im Osten aktiv. Bis zu den italienischen Fliegern dauert es noch und die haben eh noch nicht ganz die Heckstufe, um hier mithalten zu können, ohne jede Runde massiv Verluste zu erleiden. Ich bin mal ganz zufrieden, dass das hier inzwischen alles abgeräumt ist. Auf diesen kleinen Ort da. Aber das ist nicht das Problem. Und auch hier wollten jetzt schon einige große, schöne Erfolge erzielt werden, sodass hoffentlich bald bei Stalingrad alles freigeräumt ist. Und vielleicht so ein bisschen in die Tiefe kann, aber oder auch mal sagen kann, wenn es dann enger wird im Westen, einfach mal eine ganze Armee darüber zu werfen, die das schon wieder in Ordnung bringt. Das hier konnte ja endlich erobert werden. Jetzt sind wir dann hier an den Ort ran und den belagern. Es hat hier funktioniert, ja, und ihr brauchen hier doch noch mehr Hauptquartiere. Und funktionierende Jagdflugzeuge. Aber wir haben durchaus Angriffsoptionen, das ist gut. Wenn man sich weiter nach Moskau vorwillen, sind ja bisher nicht wirklich weitergekommen, muss man sagen, aber dafür ist zum Beispiel hier unten keine Bedrohung mehr. Und ihr macht einfach hier ein bisschen weiter. Und warte, dieses U-Boot, ich jetzt nochmal vergessen, das ist noch hier in der Gegend. Yep. Schön, dass wir das endlich mal geklärt haben. Tja, das müssen wir natürlich sehen, dass das hält. Aber wie auch immer, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.